Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir noch zu vorgerückter Stunde. Weihnachten kann kommen, wir sind in Deutschland, wie du an meinem Schal siehst. Es ist zwar nicht wirklich kalt hier, aber so ein Schal um den Hals hat einfach irgendwas. Ich würde mal gerne noch auf ein Thema eingehen, was so einige von euch so angesprochen haben und was, ja, gefühlt verstärkt jedes Jahr zur Weihnachtszeit aufkommt. Und zwar das Thema Frieden. Weihnachten ist ja so das Fest der Liebe, des Miteinanders, des Friedens grundsätzlich. Und gerade an Weihnachten herrscht oftmals so viel Stress und Unstimmigkeit, vor allem auch innerhalb von Familien. Und da würde ich gerne ein paar Gedanken mal mit dir teilen, was du tun kannst für mehr Frieden auf dieser Welt, den du dir so sehr im Herzen wünschst. Ist im Grunde genommen ganz einfach. Du kannst dafür sorgen, dass du mit dir selbst in Frieden kommst. Ich muss mal die Brille hier ausziehen. Dass du mit dir selbst in Frieden kommst, weil der Weltfrieden im Außen, der Frieden da draußen, den du dir wünschst, den wir alle uns wünschen, der beginnt bei jedem von uns selbst. Wie wir im Volksmund schon sagen, wie innen so außen, wie außen so innen. Wenn wir uns vorstellen, jeder auf dieser Welt würde mal vor seiner eigenen, in Anführungsstrichen, Haustüre kehren und würde dafür sorgen, dass er mit sich absolut ins Reine kommt, dass er mit sich selbst im Frieden ist, dass er sie aufhört, sich selbst und natürlich auch Dinge im Außen zu bewerten und zu beurteilen, egal was es ist. Je bewertungs- und urteilsfreier wir sind, Urteil, wie das Wort es auch so schön sagt, wir können wirklich unserem Sprachjargon fast alles entnehmen. Es ist ein Teil davon, wir trennen uns von irgendetwas. Es gibt ein Urteil, von dem wir getrennt sind, sobald wir uns ein Urteil bilden. Und jegliches Bewerten und Beurteilen, das wir machen, egal jetzt, ob das über uns selbst ist, dass wir, wie oft sagen wir einfach auch, wenn wir uns im Haushalt oder irgendwo mal ungeschickt anstellen, wo wir sagen, ach Gott, bin ich dumm, bin ich blöd. Das sind alles so feine Gratwanderungen schon. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen für deine Ohren wie Haarspalterei klingen. Aber Einladung an dich, achte auch in der Kommunikation mit dir selbst, wie du dich selbst be- und verurteilst. Und Einladung, hör auf damit. Hör auf, dich für irgendetwas zu be- oder verurteilen. Das sind alles Dinge, die ganz tief auf unserer Zellebene abgespeichert sind, aus Kindheitstagen, Schulzeit, später im Erwachsenendasein, was wir übernommen haben. Weil du als kleines Kind wärst ja nicht auf die Idee gekommen, dich zu beurteilen, weil, keine Ahnung, du den Lego-Turm nicht so gebaut hast, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Oder was auch immer. Wir würden als Kinder natürlicherweise niemals auf die Idee kommen, solche Zwiegespräche mit uns selbst zu führen, uns zu be- und verurteilen. Never. Das sind alles Dinge, die wir übernommen haben. Und das meine ich damit. Wenn wir uns mal vorstellen, jeder ist wirklich mit sich selbst im Reinen, ist absolut im Frieden mit sich selbst, macht die Dinge, die ihm wirklich Freude bereiten, so wie wir das als Kinder gemacht haben. Wir haben als Kinder nur an Energie gedacht. Und wir haben geguckt, was macht uns Freude, davon haben wir mehr gemacht. Und die Dinge, die uns keine Freude gemacht haben, die haben wir erst gar nicht gemacht. Warum auch? Ja? Jetzt sagt der Kopf vielleicht, wenn ich dich jetzt so wahrnehme, kann ich mir vorstellen, naja gut,
Hat ja gut reden, aber irgendwie muss ja auch der Kühlschrank gefüllt sein. Ich muss ja meinen Job nachgehen. Ich muss ja dies oder jenes machen. Jein. Auch das sind alles Prägungen, die du vielleicht auch Einladung im alten Jahr zurücklassen kannst. Damit möchte ich dich nicht dazu einladen, deinen Job zu kündigen. Aber die Dinge, die du bis eben glaubst, machen zu müssen, weil du nur damit dein Geld verdienen kannst, wenn nur das möglich wäre, schau mal, dann gäbe es da draußen keine Menschen, die absolut mit dem, was ihnen Freude macht, Spaß macht. Du musst jetzt noch nicht mal mich als Beispiel nehmen. Nehmen irgendwelche Menschen, die, keine Ahnung, Comedian zum Beispiel, die. Das schaut natürlich alles leichter aus, als es ist, auf der Bühne ein Programm abzuspulen, ich sag mal von 2 Stunden, ein Publikum zu unterhalten, eine ganze Halle zu bespaßen. Aber unabhängig davon, was da für eine Arbeit dahinter steckt, die machen das, weil das ihre Passion ist, weil das wirklich Freude und Spaß ihnen macht. Die gäb's ja ansonsten nicht. Und du kennst einige aus Medien, aus Film, aus Fernsehen, wo du sagst, wow, der oder diejenige verdient wirklich absolut mit dem, was ihr Freude macht, ihr Geld. Und das nicht schlecht. Das heißt ja mit anderen Worten, was für andere möglich ist, das ist auch für dich möglich. Du darfst nur auch dir darüber im Klaren sein, was sind so die Dinge, die dir wirklich Freude bereiten, die dir wirklich Spaß machen, was wirklich deines ist, wo du Raum und Zeit vergisst. Und dann im nächsten Schritt dir die Frage stellen, wie kann ich damit wirklich ja, Geld verdienen? Wie kann ich damit mir mein Leben gestalten? Wie kann ich damit meine Einzigartigkeit leben? Wie kann ich damit beginnen, mein eigenes Ding zu machen? Weil jeder von uns ist ja nicht einfach mal zufällig hierher gekommen, sondern jeder von uns ist ja mal hierher gekommen. Ich nenne das immer gerne so einen unsichtbaren Rucksack, hat jeder von uns mitgebracht. Und da drin verborgen ist unser Seelenplan, unsere wahre Mission, warum wir hier sind. Dich gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten von keine Ahnung, wie viele Menschen gerade auf dem Planeten wandeln. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Und dich gab es auch in früheren Leben nur ein einziges Mal. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jeder würde wirklich seiner Freude folgen und die Dinge in erster Linie machen, die Spaß bereiten, die Energie schenken. Nicht nur, dass wir dann viel weniger disharmonieren, in Form von Krankheitssymptomen hätten, sondern dann hätten wir da draußen den Weltfrieden, den wir uns alle so sehr im Herzen wünschen. Und eines der Gründe, warum gerade so zur Weihnachtszeit oder an Weihnachten überhaupt oftmals so Anspannung in Familien aufkommt oder Unstimmigkeiten, vielleicht sogar Streitereien, wie auch immer, das ist, weil da einfach so das Fass überläuft. Da versuchen die meisten einfach innerhalb der Familie erst recht Friede, Freude, Eierkuchen, so nach dem Motto. Ja, und dann läuft das Fass über. Dann sagt einer etwas Falsches und schon ist der Streit vorprogrammiert. Oder jeder glaubt, es dem anderen nur recht machen zu müssen, statt sich selbst gerecht zu werden und macht Dinge, wo er keine Lust und keinen Spaß dazu hat. Und das ganze Jahr über machen die meisten schon so viele Dinge, die keine Freude bereiten, keinen Spaß machen, die Energie rauben. Und wenn dann zur Weihnachtszeit on top das noch oben drauf kommt und dann kommt auch noch was dazu, du gehörst mit Sicherheit auch zu denjenigen, die ganz viel auch aus dem Kollektivbewusstsein wahrnehmen. In Form von Gefühlen, in Form von Gedanken. Und da geschieht vieles auch auf der unbewussten Ebene, wo du wahrscheinlich bis eben auch glaubst, du musst was damit machen. Das kommt dann noch on top obendrauf. Dann läuft es fast gerade dann auch einfach zur Weihnachtszeit, wo wir dann glauben, jetzt müssen wir erst recht lieb und brav und nett sein, dann läuft es einfach über.
Das sind so ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen möchte, weil so viele so den Wunsch geäußert haben, sie wünschen sich Frieden auf dieser Welt hier. Und das fängt bei jedem von uns selbst an. Bei jedem von uns selbst fängt der Frieden an, den wir alle uns im Außen wünschen. Also Einladung an dich, wie viel mehr kannst du beginnen, Dinge zu machen, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, die deine sind, und aufhören, Situationen, Dinge, Personen, was auch immer es ist, im Außen zu bewerten, zu beurteilen und natürlich auch dich selbst für irgendetwas zu bewerten oder zu verurteilen. Das ist wahre Selbstliebe und das strahlst du dann auch aus. Da beginnt der Frieden im Außen, den sich jeder von uns wünscht. Solltest du noch nicht angemeldet sein, morgen früh findet die Lebensfreude-Lounge nochmal statt, 8:30 Uhr. Ich poste den Link hier auch gerne nochmal rein. Ist im Dezember kostenfrei. Morgen beschäftigen wir uns mit den Rauhnächten, die am 25. Jahr beginnen. Wir hatten letzten Freitag auch schon so eine kleine Vorplanung, habe ich den Teilnehmern schon mitgegeben. Erstmal sorgen wir mal dafür, dass wir in eine ganz, ganz tolle, gute Energie kommen. Und dann gibt es noch ein paar wertvolle Impulse von mir zu den Rauhnächten. Also falls du noch nicht angemeldet bist, melde dich gern noch an. Sei morgen früh live dabei, 8:30 Uhr. Starten wir pünktlich auf Zoom. Solltest du nicht live dabei sein, weil du dann im Büro bist oder im Job bist, dann kannst du dich trotzdem anmelden, bekommst du eine Aufzeichnung anschließend im Mitgliederbereich. Ja? Genau, das zum Weltfrieden, das wollte ich mal noch mit dir teilen. Und wenn du, weil ich ja eben auch von dem unsichtbaren Rucksack gesprochen habe, von der Mission, von dem Seelenplan, diese Aufgabe, die sich jeder von uns mal vorgenommen hat, als wir mal die Entscheidung getroffen haben, in der Familie inkarnieren wir jetzt, uns spirituell auszudrücken. Wenn du da mehr zu wissen möchtest, dann schreib mir gerne im Messenger eine Nachricht. Da lasse ich dir gerne ein paar mehr Informationen dann auch zukommen, wie du am einfachsten 2023 durchstarten kannst, deine Mission erkennst, deinen Seelenplan entdeckst, deinen Seelenberuf daraus kreierst, wenn du dir die Frage stellst, weil ich das eben ja auch so als Beispiel gebracht habe, mit den Dingen, die dir wirklich Freude bereiten, die deine sind, kannst du durchaus dein Leben gestalten, deinen Lebensunterhalt verdienen. Und zwar in einem Maße, wie rein finanziell vom monatlichen Einkommen her, wie du es dir wahrscheinlich bis eben gar nicht vorstellen kannst. Ja, wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann schreib mir gerne im Messenger eine direkte Nachricht und dann kriegst du da gerne ein paar mehr Infos von mir auch dazu. In diesem Sinne, weihnachtliche Grüße, wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.